Hallo Leute, ja, wir sind hier bei den zwei anderen Schiffen. Die anderen zwei waren es, glaube ich, oder waren es sogar drei. Die haben wir ja zum Abbauen von Ressourcen geschickt. Und jetzt müssen wir mal gucken, was diese beiden hier noch können. Und ja, würde ich sagen, nach dem Logo können wir da weiter gucken, ne? So, das ist das Schiff, wo wir jetzt drinne sind. Das hat einen Vierfach-Bolter und einen Super-Duo-Schocker. Also es ist ein Kampfschiff. Was hat es an Besatzung? Da ist ein Händler drin. Okay, vielleicht schicken wir den dann auf den Handel. Aber wir müssen erstmal gucken, was mit dem anderen Schiff hier ist. Ach so, ist schon ausgewählt. Was ist hier los? Hier haben wir Vardatukux und der kann erstmal noch nichts. Der ist erstmal noch am ne, Leveln. Der ist noch nicht zugeordnet. Der hat noch keine Prio. Und also Waffen wollten wir gucken. Langzeitshooter, Distanzmaschinengeschützturm, Blitzkanone und ein Superbolter. Okay, und da hat er noch einen Bergbaugeschützturm. Okay, der ist jetzt nicht so ganz entscheidend, aber die anderen sind schon gut. Der hat einen großen Frachtraum. Das ist schon mal prima, wenn das anderen Händler ist und die beiden fliegen zusammen. Lady Adventuros. Okay, und der zweite, wo ist er? Da ist er jetzt. Was war mit dessen Frachtraum? Oh, der ist etwas zu klein. Das heißt, den müssten wir nochmal ausbauen, damit er dann auch Handel treiben kann. Gehen wir mal hier rein. Und Frachtraum ist schon ausgewählt, aber. Wir wollen, na, na, nicht, würde gehen. Warte mal, wenn ich jetzt, was habe ich jetzt ausgewählt? Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte, Frachtraum. Xanion, weil da haben wir noch einiges von. Wenn wir jetzt Xanion hier hin machen, kriegen wir. Achso, warte mal, ich muss den noch auswählen. Kostet uns 618, würde uns 88 bringen. Wenn ich jetzt das andere nehme, ne? Ist das Unterschied? Kostet auch so viel. Und der Frachtraum würde uns auch 88 bringen. Was ist der Unterschied dann? Ja, dann nehmen wir mal Naonit, weil, ja, da werden wahrscheinlich andere Werte dann nicht so gut sein, ne? Kann ich das hier hinbauen? Kann ich. Könnte ich auch noch größer machen, ne? Aber da geht es dann nicht hin. Hier wird er außen rüber stehen, das gefällt mir dann nicht. Wenn ich ihn aber etwas kleiner mache. Dann ist er nicht dazwischen, oder? Hä? Also wenn ich jetzt hier so dran packe, ne, dann ist der wahrscheinlich nicht. Ja, da passt es nicht, seht ihr das? Hier packt er dann an, aber auf der anderen Seite nicht. Das ist jetzt ein bisschen doof. Wie könnte man das ändern? Keine Ahnung, ne? Geht das hier auch genauso wahrscheinlich, ne? Ja. Das würde bedeuten, ich müsste hier erst noch was hinbauen. Oder geht das hier, wenn ich dieses hier mache, spiegeln? Kriege ich das dann hin, dass es ein großer Raum wird? Das könnte klappen. Okay, da geht es nur hier oben. Warte mal, wenn ich noch eine Spiegelachse nehme. Diese, geht das dann auch noch? Wow, würde auch noch gehen. Ich glaube, das sieht so ganz cool dann aus, oder? Mach mal. Ja, hat trotzdem nicht geklappt. Schade. Ich dachte, es hätte funktioniert. Okay, dann ist das halt so. Wie viel Laderaum haben wir denn jetzt dazu gekriegt? 182 ist jetzt noch nicht so der prickelnde Moment. Dann würde ich sagen, müssen wir noch mal gucken, dass wir hier irgendwo noch was hinkriegen, ne? Ja, schön, ein bellender Hund, ne?
Oh, hier hinten wäre was gegangen. Da. Kriege ich den so hin? Sieht das cool aus? Das sieht cool aus, oder? Huckepack. Jetzt könnte ich noch einen oben drauf machen, ne? Ja, komm, den gönnen wir uns noch. 358. Und jetzt aus dem Baumodus mal raus. Bin ich da drin? Ja, ne? Ach, Autopilot ist an. Ich wollte gerade sagen, warum fliegt der nicht? Das sieht erstmal gut aus. Das sieht auch gut aus. Ich glaube, er würde alle Richtungen gut drehen, oder? Ja, sieht erstmal noch prickelnd aus. Ich glaube, das ist nicht verkehrt jetzt hier. Geschwindigkeit ist auch gut. Bremsverhalten. Kommt er bestimmt auch mit klar. Ja, steht fast. Okay, der da hat ja auch gute Kapazitäten. Das heißt, wir können die beiden jetzt eigentlich losschicken zum Handeln, ne? Einmal Karte. Das war er, glaube. Und Handel, ist das das? Ja, das ist das. Können wir das hier so machen? Gefahr für Hinterhalt gibt es nicht, aber hier gibt es auch keine Aufträge. Nochmal das Ganze. Weiter hoch gibt es keinen Auftrag. Gibt es hier was? Ne, gibt es auch nicht. Da gibt es auch nichts. Aber hier muss es was geben, oder? Oh, hier gibt es reichlich. Aber hier ist auch gefährlich. Warte mal, wir hatten den noch dazu zu nehmen. Okay, da ändert sich nichts. Wenn ich die Gurke beinehme, ändert sich auch nichts. Und der Albatros ändert sich. Doch, da hat sich was geändert. 22%. Wenn ich diese Computer-Mainframes mache, was ist denn, wenn ich Kraftgeneratoren mache? Okay, dann sind es nur noch 8%. Aber hier steht noch Commander bei einem Respektor, kann ich nicht arbeiten. Ist. Ah, wir haben nicht genug Kohle. Und was ist mit Industrie-Tesla? Okay, dann steht es, dass das hier wohl geht. Ich glaube, damit könnten wir leben, ne? Anzahlung. Flüge. Okay, Flüge 3 bis 8. Geld. Profit. Sieht auch gut aus. Ich glaube, das können wir so starten, oder? Lass den mal fliegen. So, haben wir noch ein Schiff hier? Sieht wohl nicht so aus, ne? So, welches Schiff haben wir denn noch hier? Die Gurke war noch über, ne? Die Gurke ist wo? Zu Gurke wechseln. Machen wir das doch mal. Das ist die Gurke. Die ist in einem anderen Sektor. Was hat die Gurke? Was kann die Gurke? Ghostly Buster, Pulsgeschütz, Distanz Duo, Distanz Dreifach Point, wo ist auch ein Kampfschiff? Hat's. Toll, hat auch einen Händler da drin, ne? Aber wahrscheinlich kein Frachtraum, oder? Er hat sogar was im Frachtraum. gefährliche Ware sogar, oder? Keine Transportlizenz dafür hast. Gut, aber das sind, glaube ich, die Sachen, die wir für die Quest brauchten, ne? Servos sind drin, ja. Sprengkopf, ja. Das war hier die Quest 3361. Wo sind wir denn jetzt hier? Wird das hier nicht angezeigt, ne? Wir sind in dem Sektor sogar. Ach, das war, ne? Genau. Wenn ich jetzt interagieren drücke, wir sind gut mit denen, muss man aber ausgezeichnet sein, ne? Oder wie war das? Was sollte ich denn hier noch bauen? Kanonengeschützturm. Gibt's den hier?
Lang, lang ist es her, dass wir das angeflogen haben hier. Ja, sehe ich jetzt nicht. Also das hier. Ja, das ist ja meins, ne? Da könnte ich das kopieren, aber ich will ja einen Kanonengeschützturm bauen. Aber den gibt es hier gar nicht. Okay, da gibt es noch mehr. Oder? Ja, auf jeden Fall. Classic Flak. Kann ich hier suchen? Selten. Filtern. Steht nichts mit Kanonengeschützturm. Dann lasse ich mal weg und suche nach Geschütz. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das hinkriege. Sammle die folgenden Zutaten, um einen exotischen Kanonengeschützturm zu bauen. Warte mal, exotischen. Ich hätte da wahrscheinlich irgendeinen Filter dran, kann das sein? Selten, ich brauche exotisch. Also Seltenheit ist das schon. Exotisch ist das. So. Ist denn das auch das, was die meinen, oder ist das was anderes hier? Servos, Sprengköpfe, Hochdruckröhren. Sprengköpfe 31. Hochdruckröhren 16. Und Sprengladung auch 16. Der Rest ist gleich. Das Ding kostet dann nur 1,2 Mille und ich habe da zu wenig schon mal für. Ne, Herstellungskosten da. 4,7 Millionen rundweg. Und das bedeutet, außergewöhnlich muss es sein. Das war's. Okay, das heißt, die Gurke ist jetzt sozusagen hier an der richtigen Stelle. Kapitän, aber wir sollten uns bald. Was haben die gesagt? Sind das unsere Schiffe? Aha, der Hammer und so, die sind hier am Abarbeiten, ne? Ganz krass, oder? Okay, beobachtet zu werden. Ja, die sprechen sogar miteinander, oder was? Okay, wenn das unsere sind, weiß ich nicht. Aber das sieht so aus, als ob dieser hier Spruch von unseren kommt, ne? Gut, aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Jetzt müssten wir mal schauen. Wen haben wir denn noch? Gute Frage, ne? Was macht denn hier unser. War das der Traveler? Ne, das ist nicht da. Was macht unser Traveler? Der Traveler ist auch hier nebenan. Komm, wir springen da mal rein. Steht er da rum oder macht er was? Das ist die Frage. Okay, der macht was. Wahrscheinlich abbauen, oder? Kann ich das hier sehen? Ach so, das ist wahrscheinlich hier. Ja, brauchen wir nicht drüber nachdenken. Rücktaste. Ja, der hat ja diese ganzen kleinen Dinger da drin, die das machen, ne? Ja. Okay, der Traveler baut nur ab. Macht er das auch oder vertue ich mich da jetzt? Naja, ist jetzt auch nicht so entscheidend. Er fliegt jetzt den nächsten an, der dann wieder abgebaut wird. Wahrscheinlich dieser Grüne hier, oder? Ah ne, das ist meine Truppe. Okay. Aber die bauen da den nächsten Asteroiden ab. Läuft ganz gut, oder?
Was sagt der Frachtraum? Turbinentraining im Titan, hier, da ist das Zeug alle drin, okay. Passt erstmal. Gehen wir nochmal auf die Karte gucken. Haben wir jetzt außer der Gurke noch ein Schiff? Ne, ich glaube, die anderen waren alle beschäftigt wahrscheinlich, ne? Mit der Gurke wollte ich jetzt nicht durch die Gegend fliegen eigentlich. Haben wir noch andere Schiffe irgendwo oder haben wir die schon zusammengezogen? Ne, da gibt es noch andere Schiffe. Ah, die Spritquelle. Wo ist der Miner? Der Miner ist hier. Der hat auch eine Aufgabe, okay. War nicht im Kern ein? Ah, ne, die sind hier alle im Kern. Hier ist ja die Barriere, ne? Genau, okay, dann passt das eigentlich schon. Wir müssten jetzt noch zusehen. Ja, dann gehen wir in die Gurke rein. Und werden von dem mit dem was machen. Zur Gurke wechseln. Ja, und dann müssen wir gucken, dass wir mit denen ausgezeichnet werden und dass wir dann aber noch ein schwieriges Unterfangen werden. Einfach aus dem Grunde, weil wir ja hier 1,37 Millionen nur haben. Da müssen wir gucken, wie wir das jetzt hochpushen. Ne? Warte mal, wir können ja auch gerade durch P drücken den Zustand mit dieser Fraktion sehen. Die UKE sind das bestimmt, ne? Okay, das ist noch eine ganze Weile weg hier. 80.000 und wir haben 63. Das sind 17.000 hier, die wir noch mit denen verbessern müssen. Da sind die doch, ne, oder? Ja. Ja, da werden wir noch einen oder anderen Handel machen müssen oder sowas. Ja, werden wir gucken. Kaufen und verkaufen war Thomas Steele seine Antwort dazu, ne? Dann würde ich sagen, fliegen wir da erstmal hin und in der nächsten Folge werden wir handeln, denke ich. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.